Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute habe ich Informationen für euch für das erste DLC für Black Ops 2 mit dem Titel Revolution. Das Map Pack wird 4 Multiplayer-Karten beinhalten, eine Zombie-Karte mit der Beschreibung Die Rise. Ich denke mal, das ist richtig ausgesprochen, ja, Die Rise, ja, wird richtig sein. Dann noch dazu kommt eine Waffe, Peacekeeper. SMG. Ich denke, das wird eine Waffe für den Multiplayer sein, weil für einen Zombie-Modus Waffen wurden ja noch nie irgendwie, ja, weiß ich nicht, vorher angekündigt. Das kennen wir ja noch von Black Ops 1. Da gab es ja auch Map-Packs und da wurde ja auch nicht angekündigt, weiß ich nicht, Wellenkanone bei Moon Map-Pack oder so. Wurde ja auch nicht angekündigt. Deshalb, ich glaube, das wird eine Waffe für den Multiplayer sein. Bin mir aber nicht sicher. Dann wollte ich noch was sagen, was ganz interessant ist. Und zwar, ich habe ja wirklich fest damit gerechnet, das Diner, was sich halt bei Green Run befindet, dass die Karte Diner, die unten halt grau ist, grau hinterlegt ist, dass die man ja nicht auswählen kann. Ich dachte wirklich, dass die als DLC kommt, dann wäre ich echt richtig enttäuscht gewesen. Aber da das jetzt nicht der Fall ist und ich lasse mich überraschen. Ach so, ja, habe ich ganz vergessen, sorry. Das DLC kommt am 29. Januar 2013 für Xbox 360 raus. Und ja, jetzt weiter zum Thema. Ja, Diner wird ja nicht angekündigt hier, dass das veröffentlicht wird. Jetzt werde ich abwarten. Also wenn das am 29. Januar 2013 nicht verfügbar wird, dieses Diner, was man nicht auswählen kann, dann ja, bin ich auf jeden Fall erstmal ein paar Tage nur am Transit zocken, weil da muss es ja irgendwie einen Weg geben. Da muss es ja noch irgendwie ein geheimes Easter Egg geben, wie man diese Karte verfügbar macht, diese Diner-Karte. Das hat dann mit Sicherheit irgendwas mit der Navi-Karte zu tun. Da werde ich auf jeden Fall meine Zombie-Crew zusammentrommeln, also Spezi, Chiller, Vitisa und ja, ich halt. Und dann werden wir Transit zocken, bis der Arzt kommt, keine Ahnung. Um herauszufinden, was da mit der Karte deiner ist. Ja, tatsächlich hat es auch wirklich noch keiner gelöst, ne? Also, es ist jetzt, ja, der 31.12. Es hat noch keiner gelöst irgendwie, das mit der Navi-Karte. Das wundert mich ziemlich. Also, ich komme auch nicht drauf. War schon schwierig, das Easter Egg zu lösen, Tower of Bubble. Und, tja, keine Ahnung. Also ich glaube, das mit der Navi-Card, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das jemand knackt. Ja, das dazu. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, wegen meinem Video Bermuda. First DLC, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das war eine Vermutung. Also ich habe mich wirklich im Video falsch ausgedrückt. Ich habe gesagt, es wird so sein. Wobei ich hätte sagen müssen, es kann so sein. Ich habe mich wirklich falsch ausgedrückt, tut mir richtig leid. Ich werde auch in Zukunft besser drauf achten, da ich ja schon eine gewisse Verantwortung euch gegenüber habe, dass ich euch da keinen Stuss erzähle und ihr euch da freut und so ein Kram. Es tut mir richtig leid nochmal, dass ich mich da falsch ausgedrückt habe. Ja, das dazu. DLC habe ich gesagt. Am 29.01.2013 für Xbox 360. Ach ja, für PC und PlayStation 3 wieder einen Monat später. Weiß ich nicht, wird aber wieder so sein, denke ich, weil es war immer so. Was wollte ich noch sagen? Ja, meine Stimme ist gerade ziemlich rau, weil ich gerade Multiplayer gezockt habe. Und da schreit man ja ein bisschen rum. Oder kann auf jeden Fall passieren, dass man da ein bisschen rumschreit. Ja, das war's eigentlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein guten Rutsch ins neue Jahr 2013, so dass alle eure Vorsätze auch in Erfüllung gehen, also dass ihr die auch macht, eure Vorsätze, aufhören zu rauchen und so, was man da so für Vorsätze hat. Und ja, wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Viel Spaß, viel Erfolg beim Zombies Killen, wie immer, Leute, und haut rein. Vectic is my Zombie Killing Buddy!